Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, dem 13. Wohl dem, der hier die Hoffnung hat, dass das ein Glückstag wird, denn alles andere ist auch mehr oder weniger hier irrational, denn natürlich hat dieser Freitag genauso eine Relevanz wie jeder andere. Doch für den einen oder anderen ist es eher eben ein unglückseliger Tag und für den anderen einen glücklichen. Letztlich liegt es doch wohl immer an einem selbst, was man draus macht. Grundsätzlich wollen wir mal sehen, was die Märkte uns heute bieten. Und wir haben heute hier den Index, den US-Dollar-Index mal im Fokus in der Beschau. Also heute soll es nicht um einen Währungspaar speziell gehen, sondern hier vielmehr um den US-Dollar-Index Future, der hier praktisch sechs Währungspaare vereint und sozusagen den Außenwert des US-Dollars darstellt gegenüber eben sechs Währungen. Und grundsätzlich kann der US-Dollar-Index eben hier als ja, Blaupause für die Dollar-Bewertung, für die Dollar Ambitionen, also Stärke oder Schwäche hier eingestuft werden. Und wir sehen hier zunächst mal den US-Dollar-Index hier auf Wochenbasis. Und hier haben wir die Saisonalität, die schauen wir uns gleich nochmal im Detail an. Wir sehen hier, dass seit der Finanzmarktkrise hier eine Umkehr stattfand. Und das wollen wir jetzt mal hier im ganz großen Bild anschauen. Ich zeige Ihnen jetzt mal hier den US-Dollar-Index mal im Quartals. Chart, also eine Kerze hier jeweils ein Quartal, das Ganze hier seit den 70ern sozusagen zurückdatiert. Eben mit dem Ende des Bretton Woods-Systems fanden ja auch hier die Währungen wieder ihre freie Handelsmöglichkeit und dann losgelöst von der Goldpreisbindung konnte auch der US-Dollar hier sein Eldorado bzw. wieder seine eigentliche Bewegungsinstanz ausbilden und man hat hier gesehen, dass in den 70er Jahren es zunächst hier nach unten ging, um dann in den 80er Jahren hier einen großen Hype zu erfahren. Die Ölkrise hier in den 70er Jahren und dergleichen. Es gab viele Katastrophenszenarien zu dieser Zeit. Keine Frage, letztlich ging es dann bis zu den 80ern hier steil bergauf. Der US-Dollar-Index hier knapp bis 165 Punkte gelaufen. Und wenn wir uns jetzt das Verhalten seither ansehen, dann sehen wir hier ganz klar eine übergeordnete Abwärtstendenz, die ja über Jahrzehnte angehalten hat. Der US-Dollar-Index über Jahrzehnte gefallen. Und dann aber hier mit Millennium, mit dem Zuspitzen der Finanzmarktkrise hier im Jahr 2008, erfuhr der Dollar dann mehr oder weniger eine Renaissance. Der Dollar ist also hier de facto wieder zurückgekommen und hat letztlich ja, einen Boden ausgebildet über mehrere Jahre, welcher dann hier speziell im Jahr 2014 dann auch noch einen zusätzlichen Hype erfuhr. Also man hatte jetzt hier die Situation eines zusammenziehenden Dreiecks, sowohl hier auf dieser kurzfristigen Ebene. Sie sehen hier seit dem Millennium und den Rückschlägen hier und dann entsprechend hier dem Allzeithoch beim Euro-US-Dollar oberhalb von 1,60 ging es dann hier in einer ja, Konsolidierungsformation, einer symmetrischen Dreiecksformation seitwärts, bis sich das Ganze zuspitzte und im Handelsjahr 2014 erfolgte dann der Ausbruch, der dann sogar hier dazu führte, dass der US-Dollar-Index im Big Picture hier das große Bild sozusagen auch bullisch auflöste. Also neben der kleinen Ausbruchsgegebenheit, die hier erfolgte im Sinne des Jahres 2014, haben wir im Nachgang jetzt dann auch noch einen schönen explosiven Move nach oben gesehen. Und das ist natürlich ergo hier die Situation, wo man sagt, was passiert jetzt hier konkret im Weiteren? Man kann sagen und davon auch ausgehen, dass der Markt hier letztlich einen ganz klaren Effekt des Ausbruchs hat, sehen wir hier. Und dass das rein technische Ziel, was der US-Dollar-Index jetzt verspricht, wenn wir uns hier diesen Quartalschart anschauen, hier im Bereich 117, 118 Punkte liegt, das ist ein realistisches Ziel. Und das, wie gesagt, der Quartalschart, das wirklich langfristige Bild. Aber es ist davon auszugehen, auch inklusive des Ausbruchs und des erfolgten Pullbacks hier, dass der Markt, der US-Dollar-Index mit Blick auf die nächsten 1, 2 Jahre definitiv eine weitere Aufwertung erfahren wird. Das ist zumindest charttechnisch hier sehr gut ableitbar. Das also hier mal zum großen Bild. Gehen wir mal hier auf die 150%. Da erschlägt es eigentlich ganz so. So, das hier ist im großen Bild sehr schön zu sehen, dass wir im Prinzip hier die technische Ausgangssituation haben für weiter anziehende Preise, also für eine weiter anziehende Dollaraufwertung. Das Ganze jetzt mal hier in einem
technischen Chart auf kleinerer Ebene dargestellt, sehen wir eben auch hier diese Konsolidierungsformation, hier das Tief von der Finanzmarktkrise, die starke Erholung, das höhere Tief, auch hier dieses symmetrische Dreieck und dann hier eben diesen Ausbruch im Jahr 2014 hier auf Wochenbasis. Es ging sehr steil nach oben und der US-Dollar-Index, ja, hat sich hier mit einer sehr, sehr schönen Vorstellung nach oben gearbeitet und hat hier die Marke von 100 Punkten nur temporär überwunden und zwar hier im Frühjahr des laufenden Handelsjahres. Seither ging es zurück und wir hatten hier eine Supportzone, die jetzt hier als sehr tragfähig gilt. Das ist das Level von 93,15, 93,20. Diese grüne Unterstützungszone hier ist sehr, sehr relevant für mögliche Schwäche. Wenngleich ich nicht davon ausgehe, dass der US-Dollar-Index eine solche Schwäche hier nochmal vollzieht bis zu diesem Level, denn dieses Niveau gilt als Unterstützung mehrfach bestätigt. Dann in den letzten Handelswochen, also hier ergo seit September, hat sich hier ein kleiner Widerstand bei 96,30 ausgebildet, den der Index hier im Oktober noch überwinden konnte und somit auch hier diese leichte Abwärtstrendkanalbewegung nach oben auflöste in der letzten Woche durch die Non-Farm-Payrolls und im Oktober eben hier auch gestützt durch die EZB-Action, die man dann da letztlich hier klar erfuhr. Grundsätzlich haben wir jetzt hier die Ausgangssituation, dass der US-Dollar-Index eben ausgebrochen ist und auch mit dieser aktuell sich darstellenden Konsolidierung hat der Index immer noch jetzt den Ambitionsschub sozusagen, hier das Level von 100 Punkten zu touchieren, Schrägstrich zu überwinden. Und wenn es dazu kommt, dann muss man sagen, rein von dieser Projektion, von dieser Range, die wir hier aktuell erleben, also von 100 bis 93, 15, 93, 20, dieses Verhalten nach oben projiziert, erlaubt bei einem Ausbruch, bei einem Wochenschlusspreis über 100 Punkte erstmals Potenzial bis in den Bereich 107, 108 Punkte auf den Index bezogen. Das heißt, hier locken neue Mehrjahreshochs, die dann letztlich im weiteren Verlauf nochmals um 10 weitere Punkte sicherlich während der nächsten 2 Jahre überboten werden sollten, um dann hier das Widerstandslevel 117, 118 Punkte anzusteuern. Also der US-Dollar-Index ist und bleibt sehr bullisch. Daran dürfte sich nichts ändern. Wir haben im Dezember jetzt aller Voraussicht nach, wenn jetzt hier keine Hiobsbotschaften seitens negativer Konjunkturdaten kommen, wahrscheinlich eine Zinsanhebung zu erwarten, auch wenn es diesmal schon erste Meldungen seitens der Notenbanker gab, dass es hier sogar einen negativen Leitzins mal geben könnte in den USA. Da sind sie sich, wie gesagt, alle noch nicht ganz so einig. Grundsätzlich aber der Tenor im Dezember steht hier wahrscheinlich was an. Das ist ja die Spekulation, die den Index im Prinzip seit 2014 treibt, eben, dass die US-amerikanische Notenbank ihren Kurs neben der Einstellung Quantitative Easing auch eben hier im Sinne von Zinsanhebungsmaßnahmen ändern wird. Nur man muss natürlich hier auch sehen, ich denke nicht, dass hier Zinssätze in Richtung 3, 4, 5% zu erwarten sind, sondern wir sind aktuell in einer Range von 0 bis 0,25 und gesetzt der Fall, die Fed sagt, wir streichen die 0 aus unserem Tenor, dann ist es praktisch indirekt auch schon eine Anhebung oder sie gehen auf 0,3, aber enorme Zinsanhebung kann ich mir praktisch nicht vorstellen. Aber generell ist das alles ein Cocktail, der den US-Dollar-Index hier als Future dargestellt sicherlich beflügeln dürfte. Daran ändert auch die aktuell hier sich darstellende negative Saisonalität wenig. Das technische Bild ist bullisch. Einzig eine kurzfristige Konsolidierung hier an das Ausbruchslevel 96,30 wäre hier im Sinne eines Pullbacks eine hervorragende Einstiegssituation, um im Nachgang gegebenenfalls dann hier auf einen möglichen Aufwärtsimpuls zu setzen. Wir machen das mal kurz hier mit schematischen Pfeilen. Also sollte der Index, wenngleich das hier nicht mein favorisiertes Szenario ist, ich denke, er wird früher aufdrehen und nach oben rausziehen, aber sollte der Index nochmal einen Pullback erfahren, dann wäre sicherlich hier bei 96,30 letztlich die Möglichkeit, dass der Index dann von dort aus seinen nächsten Auftrieb erfährt. In Guidance können Sie auch mit dem US-Dollar-Index arbeiten. Grundsätzlich haben wir hier den US-Dollar-Index auch als Chart, wenngleich hier die Historie nicht ganz so lang reicht, aber hier kann man auf Tagesbasis praktisch auch schön den Markt covern. Und wenn wir hier auf Wochenbasis das Niveau von 96,30 haben, Schrägstrich 97, wenn wir das ein Stück weit aufdehnen, dann haben wir hier praktisch eine Zone, die wir uns jetzt mal hier in den Fokus legen. 96,30, 97, die, wenn der Index dahin zurückkommen sollte, sicherlich interessant wäre im Sinne einer Pullback-Bewegung.
Diese allerdings auch, wenn wir uns das Ganze auf Tagesbasis ansehen, bereits schon hier bei 98 Punkten im Tagesschartintervall hier sich hier eine leichte Unterstützung bereits ableiten lässt, die den Index auch hier schon beflügeln könnte. Also ergo, summa summarum, der US-Dollar-Index ist in einer Ausbruchsbewegung, Konsolidierung, Rücksetzer, Scheinen, Kaufen ist wert und das langfristige große Bild spricht ohnehin hier für eine weitere mittelfristige Aufwertung des Dollars. Ergo dürften alle US-Dollar-Pairs oder Paare, die in US-Dollar gehandelt werden, eher eine Schwäche erfahren. Das betrifft auch ganz speziell den Euro, der sicherlich hier in Richtung Parität und unter Umständen wahrscheinlich auch mit einem Touch darunter in Zukunft überzeugen dürfte. So, dann, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für den Wochenabschluss für das heutige Devisenradar. Wenn Sie mögen, können wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Nachher gibt es noch das JFD Insight Webinar zum Thema erfolgreich handeln. Wenn Sie da Lust, Ambitionen haben, kostenlos teilzunehmen, der Link auf dem JFD-Desktop erfolgt in Kürze. Ansonsten auf der JFD-Website einfach unter Events schauen. Da können Sie sich auch jederzeit kostenlos registrieren. So, dann, liebe Zuschauer, sage ich erstmal merci fürs Einschalten, wünsche Ihnen vorab ein schönes Wochenende und wenn Sie mögen, hören wir uns natürlich später oder dann eben am Montag wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.